Herzlich willkommen zum Online-Gartentipp. Wiederholt wird mir mitgeteilt und ich werde gefragt, warum hat mein Zitronenbaum im letzten Winter so viele Blätter verloren? Nun, die Antwort ist einfach. In ihrer ursprünglichen Heimat sind die Wintermonate für Zitronen- und Orangenbäume die eigentlichen Wachstumsmonate. Und wir machen eigentlich etwas wider die Natur. Wir verordnen den Orangen- und Zitronenbäumen eine Art Winterschlaf und bringen die Pflanze in einen geschützten Bereich. Nun, wenn man in den Wintermonaten zu viel Wasser gegossen hat, dann verliert der Zitronenbaum oder der Orangenbaum sehr viele Blätter. Doch ich kann Sie beruhigen, in den meisten Fällen wird der Zitronenbaum in kürzester Zeit wieder eine gute Belaubung erreichen. Auf Folgendes sollten Sie unbedingt achten. Bitte stellen Sie den Zitronen- oder Orangenbaum zuerst im Schatten auf und gewöhnen Sie den Zitronenbaum sehr langsam an die Sonne. Er bekommt sonst eine Art Sonnenbrand. Zweitens, schneiden Sie die einzelnen Triebe etwas zurück und versorgen Sie die Pflanze mit einem guten Spezial-Zitronendünger. Dieser Zitronendünger ist eisenhältig und die Blätter werden sich tiefgrün wiederentwickeln. Und noch ein Tipp. Sie können die einzelnen Triebe auch zurückschneiden. Dadurch fördern Sie das Wachstum. Rückschnitt bedeutet Wachstum und bedeutet Vitalisieren. Und sollten Sie wirklich zu viel gegossen haben, dass die äußeren Wurzeln abgestorben sind bzw. faul, dann nehmen Sie den Zitronenbaum aus dem Topf heraus und schneiden die abgefaulten Wurzeln zurück, und zwar so weit, bis sie wieder frisch weiß sind. Also Zitronen- und Orangenbäume auf Terrasse und Balkon können viel Freude machen. Allerdings, es braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl, um mit diesen Pflanzen erfolgreich umzugehen.